funktionieren Aber eben im für mich. wahren Leben, wenn du, glaube ich, so ein Vieh mit der Bärenfalle fängst, kannst du es auch gleich schlachten, oder? Ja. Also wenn jetzt die Kuh in die Bärenfalle tritt, dann. Ja, ist halt, das Ding ist halt 3D-Art von der Ding von der Bärenfalle, schaut so Okay. ungefähr aus. Vielleicht ist es, sind aber keine Zacken drin, sondern nur so eine Klammer, was die Pfote ganz sacht festhält. Genau. Sag mal, wir haben doch ein Herbalism hier unter uns. Ja. Was Wie ist denn brauche ich dein in dem. Skill jetzt? Moment. So, ich kann euch eins sagen, wenn Ich man bin jetzt auf Bogenschütze werden 4. will. Wenn Auf man Bogenschütze. 4? Ja, es dauert bei Glaub, mir leider. Skiller, du redest oft immer dazwischen. Warum? Macht nichts. Nur drauf achten. Ich habe Herbalism. Bogenschütze könnt ihr momentan alle noch nicht werden. Dazu muss einer Schneider als erstes werden, dass er Lederrüstungen herstellen kann. Und das dauert noch eine gute Weile, weil wir noch nicht mal Coops aufstellen können. Es kam eben ganz leise im Ach, Hintergrund, nimm dass das. irgendjemand hat auch Herbalism. Oder? Ich. Genau. Und was hast du da für ein Level? 9. 9. Okay. Was bist du? Bin jetzt bei 7. Es geht so übelst schnell. Wir sind alle schon Level 60 oder so und ihr seid Level 7 oder 9. Ja, Das das sind fortgeschrittene Skills, nicht der erste Skill in der Reihe. So. Ich habe quasi bisher auch nichts anderes gemacht. Was brauche ich, um den Klingen zu bedienen? Ist, glaube ich, Construction Preparation oder wie es heißt, Contractual Material Preparation. Zu Mal kommen? bedienen muss er Schmied sein, Ne, bauen. den Kellen, da brauchst du, glaube ich, der ist Preparation, weil du mit Glas auch herstellst und so. Ah, okay. Minjas, kannst du mir dann Kohle machen? Ich kann Oder mal irgendjemand, der probieren. das hat? Kann's probieren. Ja, ich komme mal runter. Moment. Mach dann gleich weiter, ist eh. Ich höre nur noch den Hammer hier schlagen. Ja, da kann ich dabei wieder ein paar Branches sammeln. Ich komme ja gar nicht mehr nachzustellen, wie du die verbrauchst. Ich packe die im Moment immer in den Zaun rein. Ich brauche, glaube ich, nur noch 20, dann habe ich deinen Zaun fertig. Ah, die habe ich jetzt gleich zusammen, sehr So, gut. mal gucken, ob ich hier was mitmachen kann. Manage Killen. Ich kann da auf jeden Fall ran. Ja, gut. Dann brauche ich jetzt, was soll ich herstellen? Kohle. Das heißt, ich brauche von den Pillets, oder wie sie Ja. heißen. Am besten einen Stapel draus machen, weil sonst hast du wahrscheinlich wie ich das Pech, dass wenn du die einzelnen reinlegst, dass die, die am meisten erhitzt sind, dass er die dann verbrennt. Und das ist ärgerlich. Dann müsste mir jemand wo gesprungen wird wahrscheinlich. Na? Ich glaube, 200 Kilo trägt der Kiln, also kannst du 20 Bullets reinschmeißen. Muss mal ganz kurz den Kater rauslassen. So, jetzt. Von den Hartholzdingern soll ich rausnehmen, ne? Jo. Softwood, Hardwood. Overburned. Okay, wie kriege ich in die Tasche? Was können die denn? Den wiegt einer. 10. Ja, ich habe doch Shift gehalten. Habe ich nicht Shift gehalten? Habe ich nicht. Hä? Ich krieg die da nicht raus. Ich krieg die nicht gesplittet. War doch Großschreibtaste, ne? Eigentlich ja. Achso, ja. Nee, ich krieg den nicht geteilt. Wenn du es so nicht Mach noch hinkriegst, dann mal. tust du im Sack selber drängen, anstatt wie es in dein Inventar drückt. Ah, okay. Ich Okay. hab einmal gesplittet für dich. Ah, super. Aber ich weiß nicht, ob du 20 aufnehmen kannst. Na, 10, hat irgendjemand gerade gesagt. Ich glaube, Ja, 10 20 gehen habe in ich das auch Ding ab und rein. an, also. Kommt doch an, wie du tragen kannst. Lass es Das frei. geht dann wieder weg. Warte mal, ich probier's. Ja, 20 kann ich nehmen. Geht. Oh, was ist denn hier für ein Krach? Klopp und Gesäge. So. So, jetzt nochmal. Ich bin jetzt an diesem Killen. Jetzt sage ich Manage Killen und legt da die 20 Hartholz rein. Und dann sage ich Light On. Genau, und haust das Feuer komplett hoch. Bis es volle Temperatur hat. Genau, und dann siehst du halt bei den Billets, wie die Temperatur steigt. Und da ist Ja. dann rechts irgendwie ein Button, da ist Get Out oder ähnliches. Und Irgendwie sowas in der jetzt Art. mache ich Warte. Use Bellows oder was? Ja, genau, bis Genau. halt die Temperatur ganz oben ist. Also auf 1500 Grad geht es Aber da ungefähr. passiert nichts, wenn ich klicke, oder dauert das einen Moment? Die Temperatur kann auf 1500 hochgehen und du musst halt warten, bis die Leiste voll ist. Das müsste eigentlich so eine Fortschrittsleiste haben. Ja, ich sehe jetzt bei 500 ist der Balken. Ja, dann nochmal, bis er auf 1500 ist.
Aber da passiert nichts, wenn ich Use Bellows drücke. Ja, nur einmal drücken und die Aktion ausführen lassen. Ach so, der macht dann was? Ich glaube, du hast gar keinen Skill dazu. Doch, das ist Preparation, das wird auch nicht rankommen. Leute, kann einer von euch... Dann kann er den managen, den Killen kann er dann managen, aber die Bellows kann er noch nicht bedienen. Aber hier steht, doch, für Kohle reicht 500 Grad. Ja, wenn 500 ausreicht, dann musst du warten, bis jetzt halt bei Billets... jetzt nicht bei Billets, jetzt steigt hier die Temperatur. Genau, und jetzt hat, wenn die komplett voll ist, kannst du eben, du hast rechts zwei Knöpfe, einmal... Pull-out habe ich dann noch. Ja genau, Pull-out. Bei Pull-out öffnet sich dann ein Menü und da kannst du aussuchen, was du auspullen willst. In dem Fall halt Kohle, das musst du halt machen, wenn die Dinger heiß sind. Ah, der schreibt hier unten auch was, ich brauche ein Glassblower-Tool für die Aktion, da muss ich mir das schnell mal machen. Leute, hat einer von euch eigentlich, oder weiß einer von euch, wo man einen Wurfmesser macht? Wurfmesser gibt's noch nicht. Ich muss mir so ein Glassblower-Tool machen, wo krieg ich das denn her? Ich glaube, das macht der Schmied. Ja, du hast doch gestern Jack so ein... Achso, du kannst jetzt machen, sehr gut. Wenn ich das dann ihr braucht auch. Dieses... diese Gießform braucht ihr. Braucht jetzt kein Glasbläser-Tool. Ich wollte gerade sagen, der Glas... Es steht aber hier Glassblower-Tools brauche ich. Nee, eben, du brauchst nur dieses eine, diese eine Gießkelle. Das ist auch so ein Tool, das heißt... Nee, Jolle, bei dem, und bei Kohle brauchst du die nicht. Das ist nur fürs Metall einschmelzen, da brauchst du den Crucible and Sticks. Ja, ich guck gerade mal, wie das... Jetzt kommt's gerade an im Livestream. Es ist jetzt bei der Hälfte der Wert, also von dem Holzstück. Ja, muss warten, bis der ganz voll ist. Ja gut, aber ich kann... Kann man eigentlich so rausnehmen. Aber das kann man so rausnehmen ohne das Glassblower-Tool. Ja, müsste eigentlich hinhauen. Okay, warte. Du musst eben auf Pull-Out, was sagt ihr denn bei Pull-Out? Wenn du mal draufklickst. You are not properly heated objects yet. Also es geht noch nicht von der Hitze. Genau. Okay, Entschuldigung, dann habe ich... Dann warte ich jetzt nochmal, also bis es ganz voll ist. Genau. Und am Ende kann es halt, schaut er teilweise unpräzise aus. Da schaut es aus, wenn es schon heiß ist, dauert noch ein bisschen. Okay. Oh, jetzt ist ein gutes Stück gestiegen. Ich dachte, das steigt kontinuierlich, aber das ist ja, mehr so. Errungenschaften, ja, so Run bekommen. Teilweise kannst du es auch triggern, wenn du Use Bellows nochmal drückst, dass er dann auch einen von den Billets drin raushaut. Also dann einen wieder verbrennt, weil das ist immer so ein bisschen Delay. Da musst du über deinen Klienten aktualisieren, eben indem du das, die Bellows benutzt. Okay, wo ist das? Da ist. Aber das Merkwürdige ist, wenn ich auf Use Bellows drücke, dann passiert nicht wirklich was. Also eigentlich müsste sich dann so eine Fortschrittsleiste aufbauen, wie bei jeder Tätigkeit. Hat nee. Noch irgendwer 10 von diesen, hat noch irgendwer 10 Fasern? Hier, ich. Crazy. Geh mal bitte auf den System-Chat, ob er dir eine Meldung ausgibt. Ach, hast du rausgezogen. Okay, ja, hab ich rausgezogen, er ist links, dann genau. Dann bring mir das mal bitte in den Dropped Object. Ich bin nochmal weggegangen Sack. Von dem Killen und mach nochmal Manage Killen. Hauptsack. Und noch bitte einen Stock. Irgendwie. Ah, wenn ich raus und reingehe, aktualisiert sich das auch. Jo. Boah, ich muss so gleich mal ein Disconnect machen. Das Gekloppe um mich rum, ich werde ja wahnsinnig. Ja, ich glaube, die arbeiten wieder, oder? Ja, hier arbeiten auch alle. Nee, das ist doch hier Gekloppe. Hier kloppt doch niemand. Doch, nein. Ich hab gerade gehört. Aber der Ton hängt definitiv. Ich höre mehrere Leute schippen, ja. Die ich nicht sehe, und ich sehe auch keinen, der auf irgendwas rumkloppt. Hey, kann mir jemand jetzt den Fasernsack bringen? Ich bin hier beim Metallbär. Hi. So, jetzt habe ich meine ganzen Kräuter miteinander kombiniert und bin auf 21. Ich muss auf 60 kommen. Oh, jetzt ist es ziemlich voll. Pull-out. Ah, jetzt kann ich Cherokee Call rausziehen. Genau, und das musst du jetzt öfter machen. Da kriegst du dann jeweils 4 Glöb pro Billet raus. Sehr geil. Wer hat gerade gegeben? Schau mal. Wer werkelt da hinten denn auf Feldern rum? Weg von meinen Feldern! Nee, ich grab hier oben. Das muss
was soll ich machen im Kill-Tag? Bricht aber auch öfters ab. Oh, was ein Lärmpegel hier. Das ist so extrem. Okay, dann sind die Soundbugs definitiv noch nicht gefixt. Nein, nein, die sind absolut noch drin. Also wir haben das auch bei uns. Ich habe dann halt immer zwischen den Aufnahmen pro Folge einen Disconnect gemacht. Ja, tut mir leid an den Stream, aber... Können wir ein Beat drüberlegen. Mal eine Frage. Gibt es da einen Beruf, den man nehmen sollte, der gebraucht wird? Herbalist. Noch ein paar Leute in der Mine. Oder halt Herbalist. Ja, dann nehme ich die Mine, da bin ich schon. Am besten ab Level 60 sofort aufhören zu leveln. Ne? Also sofort würde ich sagen, das ist jetzt nicht mehr möglich, diesen Feld zu leveln. Du kannst ja den... Wieso auf 60 aufhören? Ja, deswegen. Weil sonst... Ich habe jetzt das erste auf genau Level 60. Na gut, du kannst ja diesen Pfeil auf Stopp stellen. Also bei Prospect lohnt es sich, weil da kann man auf 90 kann man Gold suchen. Das ist ja auch so reichlich auf dieser Karte. Gold. Gibt es durchaus. Ich habe einen Spot, wo es Gold gibt. Ja, wo? Ganz im Süden. Also da bringt euch hier nicht viel, weil unsere Siedlung ist halt wirklich ganz, ganz im Süden gebaut. Na toll, von da bin ich gelaufen. Kann man jemand bitte einen Stock zum Watt bringen? Also die Apfelbäume bei den Feldern, wo halt der Zaun drumherum ist, die bitte in Ruhe lassen. Alle anderen Apfelbäume könnt ihr von mir aus killen. Was? Macht aber nicht los. Ne, die sind halt direkt in dem umzäunten Bereich. Wenn man sich das Spiel so spielerisch überlegt, was man eigentlich die ganze Zeit hier macht. Baumfäller, warum macht ihr das nicht einfach so? Ihr hackt erstmal eine Bäume um, tragt dann die Stämme nach Hause. Aber erstmal die Sprouts gesprungen ist. Ich bin ja so raus. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass es doch abstrakt ist, wenn man sich hier überlegt, was man hier die ganze Zeit macht. Also, ja, der eine steht da und kloppt stundenlang auf dem Zaun rum. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Jetzt stehe ich am Ofen und ziehe Kohle raus. Also, was ist damals? Ich finde es bei Leuten, die Landwirtschaftssimulator spielen. Wer kauft euch einen Bauernhof und macht es in Real Life? Nicht gegen den Landwirtschaftssimulator. Ja, aber das auch nicht gerade besser. Das genau nicht. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle Kohle rausgezogen. Ich gucke nochmal in den Kiln rein, aber ich habe... Ja, ist fertig. Soll ich ihn ausbrennen lassen oder ausmachen? Der geht gleich aus, ein paar Sekunden. Okay. Also ich habe 72 Kohle rausgezogen. Jetzt muss ich einen Disconnect machen, weil sonst drehe ich hier durch. Kannst du schnell noch in den Sack reinwerfen? Ja, mache ich. Wohin? Ja, da oben einfach wieder rein. Ja, alles klar. Hört sich einfach wie jemand eine Spunnenwand reinhaut. Ja, das ist irgendwie, also, boah, schwierig. So. Gut, dass ich nichts höre. Ja. Also, Jolle hört grundsätzlich doch, schon was. Auf Gras hauen. So, Moment, ganz kurz Pause-Bildschirm und, boah, das wird jetzt gleich wie ein Tinnitus klingen. Danke. Oh, diese Stille. Ganz kurz. Lass uns inhalten. Oh Gott, war das laut. So. Ich lasse dem Chat auch noch einen kleinen Moment Ruhe. Wir gehen in uns, atmen tief und gleichmäßig. So. Wie so bei einer Schwangerschaftsberatung. Ey Leute, kann es eigentlich sein, dass die Schleuder irgendwie das ist, was am schwierigsten zu machen ist? Nein. Also das fast immer fällt. Du dich denn? Du brauchst dich doch noch gar nicht um sowas kümmern. Ja, ich? Ja, so Schlinge und so.
will aber meinen Bogen haben. Das, ja, bis du den Bogen hast, erstmal einer Taylor sein können und so weiter. Sonst kannst du den Bogen nicht benutzen. Trotzdem. Trotzdem. Eieiei. Ja. Es ist halt das wirklich, hier ist ineinander abhängig. Zum Beispiel als Bauer brauchst du von den anderen Sachen, als Schmied brauchst du einen Preparation-Typen oder jemanden, der dir Billets sägt und so weiter und so fort. Das ist also wirklich, jede Klasse ist von mindestens einer anderen abhängig. Das ist auch, solange man Bogenschütze ist, kann man kein Oh, ich bin wieder da. Und es ist Stille, einigermaßen. Lass mal. Ach, du brauchst ja gar keine Schüsse mehr. So, ich baue jetzt weiter hinten an meinem Zaun. So. So, meine lieben Herbs, wo seid ihr denn? Da ist noch eins. Ran, auf dem Meter. Ach, hier. Ein Kaffee? Mhm. Obwohl. Also bei den Zäunen ist direkt ein Sack. Doch, ich würde einen nehmen. Mal Äste drin. Dankeschön. Ich baue jetzt hier mal weiter. Wenn man so ein Baum fällt, bekommt man dann eigentlich Äste oder bekommt man nur den Stamm? Nur den Stamm. Stamm. Gibt's eigentlich schon Pflanzen zu reden. Gibt's eigentlich schon Pläne, wann das MMO rauskommen soll? Nee, das dauert noch. Sie wollen jetzt halt Your Own, wollen sie als Basis nehmen, um halt die ganzen Features zu implementieren und zu testen und auch zu balancen. Mhm. Und dann wollen sie eben das MMO draus machen, weil sie wollen eben nicht, dass sie beim MMO dann noch am Balancing groß rumschrauben müssen und so, weil da ziemlich viele Leute durch andere Spiele gestresst sind, weil alle zwei Wochen kommt ein neuer Balancing-Patch raus und das wollen sie so gut wie es geht komplett vermeiden. Warte, Bildschirm, Entschuldigung. Im Chat kommt's. Entschuldigung, ihr seid wieder live. Ich mache mal zu lange Pause. Gut, dass die Zuschauer zugucken. Ist immer nur ein Test, ob alle noch der zugucken. Chat? Der Chat ist auch wirklich heute äußerst artig und wirklich. Ja. Selten so schön erlebt. Also echt klasse. Ich hab eine Idee. Wir bauen einfach eine Burg und. Jolo und. Wir bauen eben mal eine Burg und dann schießen wir mit Pfeilen. Nein, und Jolo und Minias sind die. Mach ich mal so nebenbei. König und Königin oder so. Der Satz geht schon geil los, wir bauen einfach eine Burg. Nicht einfach. Mal eben so. Meint ihr auch nicht jetzt? Also jetzt nicht direkt. Minias, bist du das daneben hier? Nicht direkt. Ich stehe am Zaun und hole gerade aus dem Säckchen die Stöckchen. Und dann klöpfe ich ihn so ein bisschen so. Wer vergreift sich hier an meinen Pflanzen? Ja, die Herbs, die du aufziehst, die siehst du nur selbst. Ach echt? Ja, haben wir getestet. Das ist doch völlig bescheuert aussehen. Ja, aber wir hatten halt Ding, jemand wollte vom Herb unterstützen, dachte mir, lass mich aufdecken, ich kann da immer 9 gleichzeitig aufdecken, aber Pustekuchen, konnte nur ich sehen. Die auch noch imaginär für mich, ist ja Wahnsinn. Ich finde es, weißt du, was ich der Hammer finde? Es gucken noch 450 Leute zu. Wahnsinn, ne? Dass ihr da zuguckt, wenn ich hier einen Zaun baue, ist schon fresh. Ja, schon. Ich glaube, keiner ist immer wieder irgendwas Spannendes. Jetzt stell doch mal vor 450 Leute, das ist so ein kleiner, keine Ahnung, wie viel passen denn in Theater rein? Ich hab keine Ahnung, aber... Das ist schon ein großes Kino voll. Das ist neues Impro-Theater. Stellst dich auf eine Bühne, stellst dort dann so 5 so Holzstecker auf und hämmerst einfach drauf rum. Und die Leute schauen dir dabei zu. Ja, aber wenn man sich das mal so gegenwärtig macht, dass man irgendwie was macht, also jetzt unabhängig, ob man jetzt einen Zaun kloppt oder Seven Days to Die spielt oder einen Shooter oder ein Horrorspiel und dass einem so viele Leute zugucken, das finde ich so irre. Weil ich bin ja jetzt kein Fernsehstar oder irgendwas, wo sich's lohnen würde. Also vielleicht schon lohnen würde für den einen oder anderen, aber weißt du was, ich bin ja niemand, irgendwie kein Schauspieler, der ein Talent hat oder sowas, weißt du? Vielleicht ein Talent zu unterhalten, okay, vielleicht im Entferntesten, aber... So dumm rumschwätzen. Dumm babbeln, genau, sagt die Frau, ja. Das stimmt. Aber es ist schon irre, dass einem dann so viele Leute zugucken. Ja, ich bin gerade nicht auf dem Stream, aber ich schalte trotzdem mal am Arbeit zu. Ja,
Ist auch unheimlich spannend, wie ich hier den Zaun platt kloppe. Das müssen sie übrigens meines Erachtens ein bisschen erhöhen, die Geschwindigkeit, wie ich finde. Ich muss dem Neox den Neo im Auge behalten, weil der steht die ganze Zeit, schaut dich so an. Weil wenn er wieder was macht, dann wird der geschaufelt. Geschaufelt, genau. Kann ihn auch messern. Ich habe letztes Mal gesagt, es gibt ja die verschiedenen Let's Player, die ihre Community Namen geben. Also der Dena nennt sie ja Junge. Und keine Ahnung, also es gibt ja, die geben ihren Abonnenten Namen. Ich habe schon gesagt, ihr seid meine Synapsen. Vom Hirn. Was die jetzt weil die für dich denken. Genau. Weil ein Hirn funktioniert nur durch die Synapsen. Denken kann man über Synapsen. Und ich denke mir halt, wenn die Community nicht wäre und die mir zugucken und daran Interesse haben, sprich meine Synapsen da wäre, dann würde ich ja, weißt du, dann gäbe es ja gar nichts. Also ich finde das irgendwie eine schöne Vorstellung. Was mir auch gerade mal auffällt, wenn man mit dieser Sling so ein Vieh abschießt. Ich bin gerade poetisch und er redet von seiner Sling. Mann. Ja, dann bleiben die Steine in dem Vieh stecken. Hier, komm, mach mal ein Geämmert, gib dir mal einen Bogen, dann ist er still. Ich hab einen. Kann er ja nicht, wenn er den Bogen versucht, dann kommt, your archery skill is too low. Achso, okay. Ich hab ja einen. Na, dann sei doch froh. Ja, den hab ich mir ja genommen. Ja, aber er kann ihn nicht benutzen, das ist das Lustige dran. Die Serveradresse wird verlangt, Moment. Wenn ich was machen wir da eigentlich mit diesen Tausenden von Tonnen von Eisen? Ja, es langt, weil es ist vielleicht nicht so viel, das wird schneller weggehen, als du schauen kannst. Aber muss man nicht vielleicht mehrere Furnaces machen, um das... Also man kann dann auch in der Schmiede selbst mit dem Amboss davor, da kann man auch nochmal einschmelzen. Ich habe die Serverdaten reingeschrieben. Ist möglich, einfach mal Handschuhzeug. Ich würde gerne mitspielen. Darf ich die Serverdaten? Ivy, du darfst. Du darfst Serverdaten. Du bist mal Serverdaten. Kann zu mir kommen, bitte? Also zum Steinbruch in die Nähe. Hat wer noch einen Flintstone? Es wird noch nach weiterer weiblicher Unterstützung verlangt. Ja, gerne. Ivy, du darfst Serverdaten. Nee, ich hab's oben reingepostet, den kompletten Befehl mit Join to Remote Server bis zum Ende. Einfach kopieren, die komplette Zeile und dann in Life is Feudal Ö drücken, bis die Konsole kommt und dort das eingeben, dann kann man verbinden. Ich kann mir bitte kurz entgegenkommen, das sieht lustig aus gerade. Mir wird hier zugeguckt. Wer hat nichts zu tun? Wer guckt mir zu? Ich schau dir zu. Ah ja, und wer ist der andere? Das ist Neo, den ich Auge behalte. Ah, Neo, ja. Das genau, das ist gut. Einmal gezuckt, die Schaufel übergezogen. Kawok. Oh, ich hab's gleich. Ach so, der spannende Moment, wo der Zaun fertig ist und die Sonne geht unter, ist ja bezeichnend. Und genau meine Äste reichen aus bis zu 2. Wenn du hier von außen den Zaun baust, da kannst du in den Sonnenuntergang reinschauen, während du baust. Ich kann mich drehen, warte. Ich mach nur Tab. Schön. Das letzte Licht bricht durch die Bäume. Jetzt kommen dann die Zombies, oder wie war das? Der ist weg. Hallo? Hat wer noch einen Flintstone? Ich glaube, ich habe noch einstecken. Moment. Ich habe noch einen einstecken, ja. Reicht dir einer? Du musst gleich mal alle auf mich gucken, wenn ich in der Base bin. Mir reicht einer. Ja, komm, bau das fertig, zieh durch, Junge. Ja, der Zaun steht. Ich danke dir für die Umzäunung meines Feldes. Ja, das war ein kurzer Moment, den ich gebraucht habe, aber es hat funktioniert. So, wer wollte einen Flintstone? Ich bin gerade neben dir. Du bist da neben mir. Okay, pass auf, ich pack das hier in ein Säckchen am Boden, was hier zwischen den beiden Gärten steht. Ah, da sind 17 drin. Hier. Okay. Ich nehme mir kurz mal die Äpfel raus, die wollte ich schon die ganze Zeit rausnehmen. Ich packe noch den einen dazu, dann sind es 18. So, jetzt. In dem Säckchen hier, zwischen den beiden Gärten, was direkt am Zaun liegt, da ist noch drin. Ich glaube, wenn ich echt so weit bin, dass ich kochen kann, mache ich nur noch Bier und setze mich zur Ruhe. Ja, genau. Geil, wenn man Stärke levelt, bringt es einem nichts. Mein Rechtslevel bringt es einem auch nichts.
Das heißt, wir werden jetzt... Für Terraforming ist das noch ganz tisch. Jedes Attribut hat seinen Wert im Spiel. Ja. Ja, aber Stärke hat bei 0 was und bei 30 nichts. Genauso wie alle anderen Attribute Stärke? Auf der Seite. Hä? Stärke bei 0, bei 30 nichts? Auf der letzten Seite. Kann sogar klettern irgendwann. Ja, das ist aber doch nicht Stärke. Das ist nur das Primärattribut für eben Klettern. Ich könnte noch ein paar Kohle einschmelzen, oder? Kann ich was Sinnvolles tun? Klar, wie weit ist denn eigentlich, in den Ofen. Wie weit ist eigentlich mein Construct? Oh, bei 7. Effektiv bei 11,78. Oh, danach kann ich dann Zäune setzen, ne? Richtiger. So auf 15 da. Kannst du dann noch andere Zäune setzen, so richtig so mit schönen Querlatten aus, wie echten Holzlatten. Ah. Und der Anvil ist so, ab 15 möglich. Und der Anvil, ich müsste dann praktisch noch weiter zaunen. Oh, ich habe keinen Bock. Ja. Ne, braucht Kohle habe ich den Anvil Construction, bist du sicher, Jolle? Kohle ist genug, okay, prima. Ja. Watch Anvil 15. Ich guck mich da mal ein bisschen um, dann haben die Zuschauer im Stream auch was zu gucken. Steht gerade to be implemented jetzt. Nee, den Anvil smeltest du mit dem Smelting Skill. Ja, das ist schon. Oh, jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Aber du musst es doch hinstellen, das Ding. Genau. Ach so, ja, klar. Also der Schmelzer, der muss ja das Ding dann praktisch schmelzen, aber ich muss ja erstmal diese Hütte hinstellen. Ja, ich habe gerade nur an den Amboss selbst gedacht. Pass auf, ich leg dir noch ein Feld daneben dran an. Kann mir jemand noch Branches branchen? Zweige abbrechen? Ich sammle wieder Branches. Mach schon. Leute am Strand. Ich habe welche reingelegt. Oh, super. Dann bitte, dann sehen die mich. Dann mache ich noch ein Feld neben dran. Kann ich eigentlich diesen blöden Baumstumpf hier wegmachen? Der nervt mich. Nein, macht jemand hier den Baumstumpf bitte weg. Bei den Feldern, das ist ein einziger popliger Baumstumpf und der nervt mich. Hatte jemand von euch schon mal den Bug, dass auf einmal Maus und Tastatur komplett weg war und nichts mehr reagiert hatte? Jo. Das reagiert, aber man sieht die Maus nur nicht. Ja, genau. Ich hatte das Problem, dass nichts funktioniert hat richtig. Vorhin, ich musste neu starten. Genau, ich musste nämlich auch gerade neu starten, es ging gar nichts mehr, weder Maus oder Tastatur. Der ist hier. Halima, ich bin gerade rausgehüpft hier. Kann ich da kaputt lachen? Wie das genau ich join ich mal auf den Server, fragt Toxo. Ich poste den Befehl nochmal. Und zwar, du startest Live is Feudal, drückst Ö im Hauptmenü. Und dort kommt die Konsole und dann kannst du den Befehl einfach komplett dort rein posten. Ach, jetzt sieht man, wenn man direkt anpflanzt schon. Das ist ja cool. Also ich bin echt mal gespannt, was das im Spiel wird. Ich habe da echt Hoffnung, dass das richtig groß wird. Ich habe nur so ein bisschen Befürchtung. Ich bin mal nicht sicher, wenn wirklich das MMO irgendwann mal erscheint, ob das dann nicht so ein bisschen obsolet wird, das ganze Spiel hier. Weil es ja eigentlich eine Spielwiese ist, oder? Ich bin der Meinung, was sich dieses wirklich eignen würde, wäre eigentlich so ein richtiger Rollenspiel-Server, wo man halt dann auch auf Namen achtet und Ausdrucksweise und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich prädestiniert dafür irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Hallo, zu Hause. Ja, ist das dann wieder von der Community abhängig, oder? Ja. Naja, natürlich. Also ich meine, man kann ja als Rollenspielserver deklinieren, dann hast du halt GMs, die darauf achten. Du machst eine kleine Website mit den Regeln dazu, wo man sagt, Leute, bitte, wenn ihr auf dem Server kommt, dann achtet auf euren Namen und bringt keine OOC-Gespräche über euren Tag in der Schule oder Arbeit oder whatever. Dann ist es eigentlich relativ leicht umzusetzen, bin ich der Meinung. Würde ich auch behaupten, ja. Hey, meine Arbeit ist noch mittelalterlich. Was machst du denn? Ja, meine auch ein bisschen. Kunstverglaser. Kunstverglaser, das klingt gut. Ja. Trägt hier jemand wirklich gerade ein Aid? Durchs Bild, was? Wie sieht das denn aus, bitte? Was ist denn, warum ich jetzt ein Wunsch? Weißt du, ich komme da über mein Kraut. Lieber nicht mit keinen töten, bis es sich lohnt. Ist mir egal, ich hab jetzt einen auf dem Rücken und das sieht übelst lustig aus. Aber es ist doch so, weißt du, ich häng da so über meinem Kraut, ne, guck immer im Chat und da kommt dann so ein Elch, der so vorbeischwebt. Sehr freut. Schön. Freut er sich. Hängst du immer nur über dem ein und demselben Feld oder läufst du auch rum? Jolle. Was, nö, ich mach überall. Überall und nirgendwo. Wo soll ich den Riesenelch hinstellen?
Nimm ihn wenigstens aus und lager das Zeug. Ja, bevor da?